jederzeit über den FC Basel informiert sein. Das sind Sie natürlich, wenn Sie den Basilisk-Penalty am Samstagnachmittag hören. Jetzt stellen wir Ihnen aber auch noch etwas anderes Interessantes vor. Gegen wer spielt der FCB als nächstes und wer hat das letzte Goal im Match gegen Zürich schon wieder geschossen? Das alles können Sie seit Neuem auf Ihrem iPhone, iPod Touch oder Ihrem iPad anschauen. Der FCB-Fan Andreas Aschlimann hat im letzten halben Jahr nämlich eine Application für FCB-Fans entwickelt. Ich habe selber letztes Jahr einen iPod zugelegt und ich habe dann einfach gefunden, so eine App ist einfach etwas Tolles und die FCB-Fans sind sehr zahlreich und das Interesse ist sicher da. Da haben wir gedacht, ja, jetzt machen wir da etwas wirklich Tolles, wo sich die Fans informieren können, wo sie Fotos anschauen können, sich austauschen und so weiter. Zusammen mit dem Entwickler Andreas Aschlimann hat der Basilisk Penalty natürlich die Application Rot-Blau auf Herz und Nieren getestet. Wenn man die App öffnet, sieht man eigentlich ein Menü von 5 so Knöpfen, wo unterteilt ist in News, in Spielplan, Statistiken, so Fotos und Community. Und die einzelnen Menüs sind dann weiter unterteilt und dort kann man dann detaillierte Infos dazu finden, also was zum Beispiel sehr wertvoll ist, ist der Pressespiegel oder auch der Spielplan natürlich von der ganzen Nationalliga A und B sowie auch Cup und so weiter. Ja, und das iPhone-App ist ein Renner. Schon über 5000 Mal sei seine Application bis jetzt nämlich schon runtergeladen worden. Es ist wirklich wahnsinnig, aus wie vielen Ländern auch, also zum Teil irgendwie aus China und Südafrika, Mexiko und so weiter. Also es ist wirklich lustig, das zu beobachten und ja, die Idee ist wirklich, dass es alle können nutzen. Darum ist es auch gratis. Abladen können Sie die Applications Rot-Blau übrigens im iTunes Store. So tönt der FCB. Basilisk Penalty.